Die Aufnahme beginnt nicht gut. Ja. Nee, gar nicht gut. Was hast du gesagt? 100... Ah, ich bin schon wieder in den Trainer reingeschwommen. Haha. Da kannst du... Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? 130, glaube ich, ist das. Immer noch? Bist du nicht schon in der Route... Ach, schon mal weiter. Du musst gleich nicht zur Route kommen. Genau, jetzt kannst... Ja. Du könntest eigentlich mal Taucher einsetzen, finde ich. Wäre mal ja, ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich noch keiner gesehen. Doch, Taucher haben wir schon mal eingesetzt. Aber... Zumindest heute nicht. Ah, das Pokémon ist stärker. Oh, hier sind Wasser. Hier sind Wasser. Hier sind Wasser. Pflanzen. Danke. Danke für diese tolle Auskunft. Hier sind Wasser. Ich heile mal gerade meine Pokémon so ein bisschen, wenn ich dann irgendwie... Ich setze mal aus Respekt nochmal für den Kampf jetzt nochmal Shana. Flunkiefer ein. Ersa. Ich sag immer Shana. Aber Shana ist nein. War ja schon tot. So, dann lass mich doch hier unten mal was fangen, wenn das geht. So. Was war das? Fühl den Zorn von Steigerungssieb Megaflunkiefer. Hier unten ist Gras. Ich schwimme hier nicht rauchen, ne? Nein, das tue ich doch nicht. So, bitte, sei ein passender Partner für Serpifeu. Bitte, 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 bitte. Kannst du bitte mal was finden? Also Schutz noch an. Oh. Ja, du musst doch kurz ein bisschen rumfahren. Vergeltung. Nein, möchte ich gerade nicht einsetzen erneut. Dann lass mich mal gucken, was was er finden kann. Bäm. Wünsch mir Glück. Wünsch dir Glück. Flunkiefer hat ein... Was ist, was ist es? Was ist das? Weiterentwicklung von Perlu. Dafür brauchst du die Abyss-Zahn oder die Abyss-Platte, um das zu bekommen. Ah, okay. Das zu bekommen, nicht um das weiterzuentwickeln. Das ist die letzte Entwicklung. Es sieht schwach aus. Es dürfte gar nicht so schwach sein. Es ist halt ein kleiner okay. Fisch. Fang halt. Kann ich bitte jetzt... So, jetzt kann ich... Jetzt stürzt das Spiel ab, kurz vor der... Prachtpolis... Ist vor dem Cut. Prachtpolis City hat ja auch noch einen Encounter. Was für eine City? Die Stadt, die vor der Siegesstraße ist. Hat nur ein Pokémon-Center, aber hat auch noch einen Encounter. Okay. Wollen wir? Erstmal muss ich das Viech hier fangen und mich irgendwie zum Pokécenter vorarbeiten. Ich setze mal ein, ich angel einfach mal, okay? Vielleicht kriege ich ja irgendwas Cooles. Erfolg. Habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt, dass hier auch noch eine eigene Route ist. Also ich wusste, dass hier ein Pokémon-Center ist, aber ich wusste nicht, dass es einen eigenen Namen hat. Ich nehme einfach mal die. Doch, das hätte ich dir sagen können, aber dass da was zum Encounter ist. Ich hatte irgendwie oben nur Pech, deswegen nehme ich einfach die linke Angel wieder. Halt auch ein Pokémon. Ich will schlafen legen, das Viech. Okay. Du musst nicht unbedingt angeln, wenn oder irgendwas machen bei der Route, wenn du möchtest. Nicht? Eins der vergessenen Pokémon habe ich gerade encountert. Eins der vergessenen Pokémon? Ein Pokémon, was du wahrscheinlich nicht kennst. Und viele Leute vergessen, wenn das überhaupt existiert. Okay. Möchtest du einen Namen wissen? Ja. Marakamba. Was für ein Viech? Marakamba. Was ist Marakamba? Gleicher Typ wie Kapaloris. Wasserpflanze. Mhm. Aber das ist so ein vergessenes Pokémon. Es hat keine Entwicklung, keine Vorstufe. Aber es hat auch keinen Nutzen, so wirklich. Okay. Also. Boah. Das kann Wasserring. Das kann es vermutlich meins auch. Es hat auch noch perfekt Wasserring eingesetzt, während es jetzt schläft. Findest du wirklich perfekt? Also für das... Ja, für mich nein. Ach, ich wollte ja Schwächen mit Drachenwut. Ja, könnt ihr trotzdem mal gucken, was du bei Marakamba als Partner fängst. Schläft tief und fest und heilt sich. Meins heilt sich auch. Wasserring? Nein, Megasorge. Achso. Pokéball, mehr kriegst du nicht. Mehr kriegst du nicht. Das ist ein super Fang gewesen. Marakamba, grüne HP, Pokéball drin. Oh, das, mein... das sagt doch schon alles aus. Ja. Oh, Level 51.
Wer? Elektroball. Ist egal. Ist nach der, nach unseren Fängen hier ist es eh leider raus. Ist zwar leider Flunkifers Partner, aber es passt halt einfach nicht ins Team momentan. Ja, ich möchte es einen Spitznamen geben. Ich möchte meinem keinen feindlich. Spitznamen geben. Ich möchte meinem wirklich keinen Spitznamen geben. Ich hab nicht mehr viel. Fairytale männlicher Charakter. Von wem fällt mir der Name ein? Makarov, aber ich weiß nicht, wie ich es richtig schreibe. Ich nenne es Lily aus Black Clover. Auch wenn wir uns geeinigt haben, dass du den Namen nicht magst. Ich schwöre. Die Nonne. Warum? Ja, weil Fisch. Diese Begründung ist so schlecht. Hättest du sagen können, weil Baum. Ich weiß. Oh, mir fällt ja gerade ein Problem ein. So, du hast gesagt, jetzt hier weiter und dann kommt Siegestraße. Ja, du musst noch nicht. Du musst nicht hinschwimmen. Warte. Kaskade. Ah, und wie bist du dann zu dem Pokécenter gekommen? Komm ich nicht. Ich sitze vom Wasserfall und überleg gerade, was ich mache. Oh. Okay. Okay. Dann fliegen wir jetzt einfach einmal kurz nach. Ist das denn hier schon? Ne, du kannst bin eigentlich. Schon nah dran? Du kannst nach Zenoville jetzt gehen. Wir müssen Zenoville ja noch was fangen. Und nach Zenoville haben wir dann erstmal unsere Fänge fertig und dann setzen wir mal kurz eine Aufnahme-Cut. Wir nehmen auch gerade schon fast eine Stunde auf. Okay. Geheime Küste. So, bitte einfach nach Zenoville fliegen. Ja. Danke. Ei, also die meisten, also bis auf den Metagross-Encounter, der echt nice ist, hat mich jetzt nicht so aus dem Hocker gehauen. Immer war eine Seite nicht so doll. Und Kinosso hat mich extrem enttäuscht, dass ich da nichts anderes fang. Was machst du da? Mein Fenster auf. Nein, die Hühner! So zersticke ich hier. Alles gut, warm. Ich habe auch Fenster zugemacht, das hältst du schon aus. Nee, ich habe Kopfschmerzen davon schon. Welche Angel nehme ich? Die linke hat mich enttäuscht. Welche nimmst du? Nehme ich auch die normale Angel nehme ich. Gut. Es ist ein! Bitte was Cooles, 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 bitte. Bitte zieh überhaupt die Angel rechtzeitig ein. Ich habe einen Scaraborn. Und da ich letztens einen Mega Scaraborn Need gefunden habe. Bitte hab was Gutes. Was ist mit dir los, dass du gerade die ganzen Starter fängst, die nun einen Typ haben? Tja. Jetzt hast. Ich würde sagen, kann man machen. Kann man? Es ist kein schlechtes Team. Ein Pagatos Moveset, was er also lernen kann, ist schon nice. Ja. Da sind wir wieder beim Typ Wassergestein. Wieso? Wieso Gestein? Vorhin ein Gesteins-Pokémon oder Boden. Eins? Zwei, Entschuldigung. Ist dir aufgefallen, dass du drei Boden-Gesteins-Pokémon in Folge gefangen hast? Echt? Waren das drei? Ja. Okay. Du hast gefangen Ramaidon. Ja. Den Castellit und Pupita. Stimmt. Ja. Tanzan habe ich auch noch, was auch immer Tanzan ist. Dann hast du auf der rechten Route als Partner von Selbifor ein Wasser-Pokémon jetzt noch eins. Du bist ein reiner Wassergesteins-Bodentrainer. Du warst die ganze Lok über fast nur das. Und ich dachte echt, du hättest diese Art von dir abgewöhnt jetzt. Und jetzt kommst du damit wieder. Stimmt, Ramaidon auch Gestein. Ich habe eigentlich auf ein Panferno gehofft. Du hast es so gut, dass du es einschläfern kannst und schwächen kannst. Ja. Mascarabon, bitte. Und ich hätte einen Flottball werfen sollen. Können. Ich hab's auch fast immer verpennt. Pokéball, los! Ich weiß nicht, Pokéball hat relativ viel Glück aus meiner Sicht. Setz Kratzer ein. Oder auch nicht. Lass die Hühner sonst zur Not einfach drin. Du kennst mich, das kann ich nicht hin. In der letzten Aufnahme hat bei dir jemand im Haus jemand eine Treppe, weiß nicht, irgendwas anmontiert. Ein Geländer.
Ja, und die Sache ist die, ich hatte beim zweiten Durchhören, es ist mir erst aufgefallen. Und dachte ich mir so, oh nein, was ist denn das? Und dann musste ich es nochmal ein zweites Mal durchhören. Und ich so, oh. Und dann musste ich alles, bis auf das, was du gesagt hast, rausschneiden. Das war nervig. Ich habe Impegator gefangen. Und ich habe Saraborn gefangen. Hey, wir sind gleich auf. Ich nenne es William. Nenne ich es William? Ich nenne es William. Bitte sei weiblich. Mir gehen langsam die Namen aus. William passt eigentlich nicht. Ich nenne es... Es. Da es ein Käfer-Pokémon ist. Passt zwar nicht ganz. Magna. Ich nenne es Magna. Auch wenn Magna so das Gegenteil ist. Sollte ich ein anderes Pokémon noch fangen? Besser Name. Passt einfach, gebe ich den Namen nochmal später. Und zwar Viridi. Ist ein vollkommen unterschätzter Charakter. Du bist echt der Meister der Hühner, ne? Das ist unglaublich. Ja. Bleib mal kurz, jetzt, wenn du fertig bist, stehen. Okay. Einfach genauso stehen bleiben und wir setzen jetzt hier einmal kurz einen Cut, damit die. Also, Clear setzt einmal kurz einen Cut. Mich seht ihr weiter. Also, ich kann. Ich speichere einmal kurz. Ja, mach ruhig. Okay. Mach's einfach schließen und ich werde einfach drüber reden. Dann hast du halt kurz Schwarzbild in der Zeit, aber. Wird schon alles passen. Wenn ich weiterrede, sieht man ja, dass wir das alles in einem Stück aufgenommen haben. Und ja, bei dir ist halt dann jetzt gerade ein bisschen Schwarzbild. Also, wenn ich nicht so dumm bin, das bei der Arbeit zu beachten, aber ich hoffe mal, dass ich es nicht... Dann kann ich ja einmal kurz gucken, was wir so gleich vornehmen. Wo ist die Aufnahme gespeichert? Weiß ich nicht, du hast es aufgenommen. Sag jetzt nicht, dass die Aufnahme weg ist. Ich habe dreimal gesagt, checke nach. Was ist das? Ist das die Aufnahme? Ja, das ist sie. Ja. Ah, ich weiß warum, weil der ist in einem anderen Ort noch speichert. Ich dachte gerade schon. Tummel dich das jetzt an. Wir haben gerade alles gefangen. Das meiste war zwar Müll, aber wir haben trotzdem alles gefangen. Ja. Okay. Nein. Was machen wir gleich? Wir werden als nächstes die Arena angehen. Und du kannst dann auch gleich mal, wenn du wieder... Damit du selber den Überblick ein bisschen behältst später, wenn wir zur Liga fahren, nochmal die Karte anmachen. Das hast du nämlich nicht. Und... Stimmt, hast recht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dann können wir das auch gleich machen. Eigentlich kann mich eigentlich bewegen und mein Team schon mal wechseln zum Liga-Team. Fällt mir gerade so auf. Du hast ja nur Schwarzbild. Ja. Denk daran, bist du fertig? Dann kannst du mal wieder die Aufnahme... Soundaufnahme auch pausieren? Nö, machen alles ganz normal weiter. Du hast einfach Schwarzbild in der Zeit kurzzeitig. Okay, aber Soundaufnahme durchlaufen lassen? Das durchlaufen lassen. Wir müssen nichts neu abstimmen. Okay, dann bin ich jetzt wieder da. Die Aufnahme läuft auch wieder? Das ist wichtig. Nö, die läuft noch nicht. Dass du sagst. Start. So. Hättest du es ernsthaft ohne Aufnahme weitergemacht? Ja, hätte ich. Obwohl, wir müssten vielleicht einmal kurz abstimmen. Ja, wir müssen einmal kurz abstimmen, dass... Das einmal kurz mit jetzt abstimmen, weil das Problem ist, deine Bildaufnahme ist ja abgetrennt. Ab einem Punkt. Das heißt, wir müssen einmal kurz mit abstimmen. Also einmal auf 3 mit jetzt, okay? Ja. 3, 2, 1, jetzt. Jetzt. Wollen wir mal versuchen? Ja. 3, 2, 1, jetzt. Okay, was mir die mal zu schnell, kriege ich hin. Müssen wir die Leute nicht weiter mit nerven. Und den Rest. Die Zaunaufnahme läuft ja durch, da muss ich nichts machen. Alles gut. Du hast ja die Aufnahme schon gestartet, richtig? Ja. Dann siehst du, dann passt das schon. Du kannst dich jetzt wieder bewegen. Das ist alles abgestimmt und so weiter. Okay. Siehst du, kannst das Pokémon Center gehen und dein Team tauschen. Gut. Stimmt, Team tauschen. Elektroball kommt raus für Lucario zum Beispiel. Elektroball, Lucario, stimmt, ja. Dann kommt dein Flug-Pokémon gegen Glurak, was auch ein Flug-Pokémon ist. Ja. Mach erstmal, bevor ich weiter sage. Das müsste das Team sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee. Hab's nicht im Kopf. Egal, geht schon. Hier rüber, so. Glurak bewegen für Fiao. Ja. Kario für Elektroball. Ja.
Und vermutlich Relikant oder Dummiesel oder Maxax? Maxax. Maxax raus für Glaziole. Hast du ja da auch alles schön oben sortiert gehabt, wie ich empfohlen hatte. So, gehen wir doch mal durch. Du müsstest jetzt dabei haben. Glurak, Dummiesel. Also ich lese jetzt nur vor von meinen. Ich gucke jetzt gerade nicht bei dir hin, okay? Ja. Glurak, Dummiesel, Relikant, Trickle, Falo, Lucario und Glaziola. Dummiesel, Trickle, Falo, Relikant. Relikant hast du vorgelesen? Ja. Gut, habe ich dabei. Level Cap 49 und unsere Pokémon. Ich habe einen 50er, werde ich aber vermutlich kaum benutzen und sonst passt das schon. Dann. Ja, das passt noch, denke ich, die Items, die sie tragen. Auf in die Liga. Wo war die Liga in der Nicht Mitte, die Liga, ne? Die achte Arena. Die Liga kommt ja noch, aber das kommt nicht heute. Womit starte ich? Ich glaube, ich starte mit Empoleon. Einfach mal zu gucken, was die so für ein Level sind, die Gegner. Ich mit Glaziole, ja. Nicht ganz das Bullrichte, was ich den Start erwartet habe, aber okay. Was soll ich Glurak nehmen? Auch nicht gerade das Bullrichte. Hast du den Megastein Glurak gegeben? Haben alle deine Pokémon-Items? Ja, haben sie. Ausnahmsweise haben alle meine Pokémon-Items. Ja. Weiß ich nicht. Ja, haben alle. Alles gut. Ich kann auch mit Lucario starten. Was kannst du machen? Das ist bulky enough aus meiner Sicht. Aber Lucario ist Level 51. Dann vielleicht doch nicht. Ich nehme Glurak. Nimm Glurak. Schauen wir einfach mal, was die letzte Arena uns zu bieten hat. Das ist die mit den Rätseln. Fuck. Was? Ah, jetzt müsste ich. Ich muss nicht Trainer machen? Ich weiß gar nicht, ob ich genug Tränke habe. Problem ist, du musst für jedes Mal, wo du das Rätsel nicht schaffst, einen Trainer machen. Okay. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es ein Rätsel war und ich jetzt muss ich den ersten Trainer machen. Ich kaufe mir lieber gerade noch ein paar Tränke. Magnesone. Warum habe ich nochmal mit dem Podium angefangen? Weiß ich nicht. Ich kaufe mir ein paar Tränke. Oh, Elektro-Pokémon sind gefährlich. Treffen, glaube ich, 3 bis 4 Pokémon von mir sehr effektiv. Okay, nicht gut. Ich habe Elektro-Pokémon da. Lichtkanone, wie stark ist das? Ach, das reicht. Lichtkanone? Ja. Oh, und dran Crit. 80er, 90er Move? Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich. Oh. Elektro-Pokémon sind ein großes Problem. Mein Elektro-Pokémon hat keine Moves, um sie zu schwächen. Elektroball! Ist okay. Achtung, Explosion. Alles gut. Du hast gesagt Rätsel. Jetzt musst du auch das Rätsel vorne machen. Du musst alle Felder einmal berühren und dann oben ankommen. Mittig. Oh! Ja, ich muss auch den Trainer machen. Achtung, 45er Pokémon hat zwar 2 Pokémon. Starte am besten mit einem guten. Glurak ist gut. Solange du jetzt kein Wasser- oder Elektrogegner hast, sollte es eigentlich gut sein. Ich heile jetzt unbedingt. Das ist Mobbing. Das ist aktives Mobbing. Hast du was gegen Feuer- oder Kampf-Pokémon als Move dabei? Ja. Was denn? Nee, ich meinte auf Glurak, meinte ich. Ach so. Flügelschlag. Wenn ich mich jetzt mega, werden seine Feuerangriffe auch stärker. Ich setz Kumomilch ein. Ich mega mich nicht. Ich glaube, der Typ wird eher Kampfangriffe machen. Kannst du mit deiner Lichtkanone aufhören? Das stört ein bisschen. Rote Karte hat es eingesetzt. Das ist ein Item. Das finde ich nicht gut. Ja, ich auch nicht. Wie wär's mit Jinbei? Ja. Jetzt Pokémon ist tot. Die Aufnahme beginnt nicht gut. Nee, gar nicht gut. Welcher Typ war Kyurem? Rache-Eis, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, das dachte ich mir. Hat sich so angehört, dass du mir sicher warst. Deswegen gucke ich nach. Aber ich glaube auch, dass Drache bin ich mir auch sicher. Das war sehr effektiv. Das war ein Nahkampf. Ich habe nicht erwartet, dass es so effektiv ist. Naja, Kampf ist effektiv auf Gestein, das stimmt schon. Kann ich bitte. Ah, da Kyurem. Drache Eis. Ja. Dank des EP-Teilers. Drache Eis? Warum?
Xerneas. Warum? Was war Xerneas? Xerneas war das... Das war das Y-Pokémon. Das Baum-Pokémon, was sehr gefährlich ist. Only Fee, oder? Ich glaube, ja. Hast du was dabei dafür? Kario? War kampfsächlich auf Fee? Ich gucke gerade nach. Kampf war nicht sehr effektiv auf Fee. Fee ist sehr stark auf Kampf. Und Stahl? Genau so, und, wahrscheinlich. Und ne? Fee ist nicht sehr auf... Also, es trifft dich neutral, aber du triffst es halt nicht sehr effektiv. Okay. Das ist halt das Problem. Oder wie triffst du mit Stahl... Hast du einen Stahl-Move auf ihm? Hast du einen Stahl-Move? Weiß ich nicht. Stahl wäre sehr effektiv. Nein, habe ich nicht. Ja, das ist kein Move. Ich habe ein Problem. Ich auch. Ein Eis-Drachen-Pokémon ist so ein Counter gegen alles, was ich besitze. Okay, krass. Ich versuche mich mit Logok, ich habe aber extreme Angst. Alter, das ist der erste Trainer. Ah. Gift, habe ich irgendwas mit Gift? Nein, ich habe nichts mit Gift. Zeug auf Logok übrigens die großen, dann habe ich mit meinen ganzen Moves, die nicht wirklich treffen können, auch treffe. Feuerfähiger. One-Shot ist einfach. Oh nein. Okay, es macht mich langsamer. Ist mir egal, oder? Ich nehme einfach. Ich habe die schlechte Fähigkeit auf Logok, also ist mir das egal. Dura. Dass er mich langsamer macht, weil ich trotzdem jetzt rausnehme. Was? Ach, Grimasse. In zwei Stufen kann das sein? Ah, okay. Weiß ich nicht. Glück gehabt, das ist so doof. Okay, das ist auch ein doofer Move. Vor allem bei Drache. Warte, du hast ein Feen-Pokémon. Ja, Drachen-Pokémon darfst du nicht rein. Ja, ich nehme mein Dummiesel. Okay. Viel Erfolg. Das kann sich boosten auf plus 3, ne? Wenn du es nicht schnell tötest. Ja. Du hast bestimmt, wie ich empfohlen hatte, Rückkehr draufgepackt, ne? Weil es stärker ist als dein Body. Ah, ne, ja, egal. Genau. Bitte nicht den Boost-Move. Geo-Kontrolle. Das ist der Boost-Move. Der Death auf plus 3 und Angriff auf plus 3 boostet nach 2 Runden. Okay. Und ich glaube nicht, dass das... Ja, du musst draufhauen. Du wirst vielleicht Game Over gehen, wenn das... Was wird geboostet? Special Death? Spätzangriff. Spätz-Death. Init. Zum Glück hast du physisch an. Wie viel Schaden machst du? Nicht allzu viel. Na, musst weitermachen. Kannst jetzt nicht viel machen. Ich muss einfach hoffen, dass es jetzt nicht aufwacht. Das wird dich safe töten. Und Empodern darf eigentlich nicht sterben. Och ne, ich bin in noch eine Träne reingelaufen und ich bin nicht geheilt. Oh, hast du Glück gehabt. Es schläft, es ist K.O. Mann, hast du ein Schweineglück gehabt. Ich hab nicht geheilt. Aber ich glaube, das erste Pokémon war auch nicht geschwächt, okay. Kampf ist effektiv auf. Ah, kacke. Was hab ich denn? Waschpflege. Was hab ich denn gegen Kampf-Pokémon? Ist ein Müllmove. Was hab ich gegen Kampf-Pokémon? Flug-Pokémon. Nice. Risikotackle für Jimbei. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Sprich. Ich hab gerade auf dem Flug-Pokémon Steinhagel abbekommen. Okay. Ich bring jetzt Jimbei Risikotackle bei. Ja. Ich hab ein Problem. Und lass dafür gerne vergessen, ne? Sicher? Nein. Alternativ Felsgrab. Nein, du brauchst ein Stück. Lass es so. Nicht erlernen. Nicht erlernen? Glaube ich nicht. Wäre gerade zu riskant. Aber es ist ein 120er-Move. Und meine Fähigkeit. Ich habe ein großes Problem. Das Meistergriff trifft alles von mir sehr effektiv. Alles. Okay. Ich bringe Risikotackle vielleicht später bei. Bekannte Attacken behalten. Surfer, bitte mach 4 Schaden. Verdammt. Oh,
Das war guter Schaden. Mach langsam, wenn du möchtest. Ich finische dich jetzt mit Wasserdüse. Ist mir egal, was du machst. Alter. Ich bin so happy, dass ich Wasserdüse draufgelassen habe. Wie komme ich denn hier raus wieder? Nein, du bist den gleichen reingelaufen wie ich. Du hast auch nicht geheilt, oder? Nö. Weil ich einfach raus wollte. Lass mir zuhören. Du bist ein Pokémon. Absol. Das kriegst du hin. Ja, das kriege ich wirklich hin. Ich bin außerhalb des Kampfes. Ich kann jetzt heilen, falls da noch irgendwas anderes kommt. Ich hab zwar keinen Kampfmove hier drauf, aber... Flammenwurf? Nein! Warum? Warum? Warum nicht? 25% Feuerboost auf einem Feuerangriff? Step? Ah, okay. Und kriegst noch einen Damage-Boost, weil Dürre? Also, safe Flammenwurf! Wenn es jetzt überlebt, ist es deine Schuld. Danach kommt kein Trainer mehr. Okay. Aber ich gehe trotzdem. Es hat Scanner eingesetzt, es hat sowieso überlebt. Hab ich ein Flug-Pokémon, was fliegen kann? Ja, es sind zwar nur 5 Meter, aber. Ich bin sofort heilen gegangen jetzt. Okay, der Start war unschön für uns. Es ist zwar nichts gestorben. Muss ich hier hoch? Irgendwo? Du musst da hochlaufen, ja. Und dann kannst du rausgehen, aber du möchtest entweder heilen oder... Ja, ich möchte heilen, auf jeden Fall.